Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Jeder kennt diesen Artikel aus Die Höhle der Löwen, aber wir haben ein paar Informationen erhalten und fragen uns, liegt hier vielleicht eine arglistige Täuschung vor? Ja, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Marco Lorenz. Folgt mir auf Instagram gerne unter marcolorenz-youtube. Ihr seht, ich habe mir ein bisschen Arbeit gemacht. Ich habe ein Setting mit Notizen hier, weil wir haben ja schon mal berichtet über den sogenannten Flap Grip. Ich hatte ihn mir mit Absicht nicht gekauft gehabt, weil ich fand, für 8 Euro ist er zu teuer. Ist er mir immer noch, aber jetzt ich musste ihn mir zwangsmäßig kaufen, weil wir haben, nachdem wir unseren primitiven, den fast keiner verstanden hat, Produkttest gemacht haben, haben wir auch Informationen erhalten von Zuseherinnen und Zusehern, dass es auch ein Produkt gibt, was genauso aussieht, nämlich das hier. Das ist der sogenannte Snap Clip. Flap, Grip und Snap Clip. Wir waren natürlich erstmal so ein bisschen überrascht gewesen, als wir gehört haben, es gibt es da. Ich habe in meinem Video ja auch schon dazu schon gesagt gehabt, von Arte, dass ich mir denke, da muss doch bestimmt schon eine Kopie von geben. Wir kennen alle die Höhle der Löwen. Da wurde dieses Produkt ja verkauft als Neuheit, als Innovation. Die Gründer haben jahrelang, ich sag mal so jahrelang gefühlt oder monatelang gefühlt hier dran gebastelt und so weiter. Wie kann man so ein Ding genau herstellen? Was kann man am besten machen? Und sie sind auch dabei, sich ein Patent dafür zu sichern. Wir können schon mal sagen, Patent haben die Löwen hier nicht drauf und auch nicht die Jungunternehmer vom Flap Grip. Die haben beide kein Patent drauf, weil dieses Produkt ist ein Originalprodukt aus China. Das können wir schon mal so weit verraten. Wir decken das Ganze mal ganz langsam erstmal auf. Also ich will jetzt hier keinen jetzt unbedingt einen Vorwurf machen, auch nicht den Löwen, den Herrn Dümmler. Da kann ich gleich auch ein paar Informationen zu geben. Wenn ich möchte, muss man überlegen noch. Dieses Produkt ist ein offizielles Produkt aus China. Dieses Produkt auch. Es kommt beides vom selben Hersteller in China. Das wissen wir. Und wir wissen auch, dass das Patentrecht für dieses Produkt auch den Chinesen gehört. Das Einzige, was es quasi neu ist, warum diese Firma beispielsweise nicht gegen angehen kann, erstmal, weil sie kein Patentrecht drauf haben und zweitens, weil sich der Löwe, Herr Dümmler, das sogenannte Exklusivrecht bei den Chinesen gesichert hat. Dementsprechend darf diese Firma, die dieses Produkt, das hier in Deutschland auch schon vertrieben hat, können die nichts mehr nachbestellen beim Chinesen, sondern nur noch Herr Dümmler mit dieser Firma können nur noch nachbestellen bei diesen Chinesen. Ein Exklusivvertrag, ein Exklusivrecht. Natürlich darf das hier noch weiter verkauft werden von den Leuten, die das haben, solange wie die Vorräte reichen, aber nachkaufen können die bei diesen Chinesen zumindest nicht. Dieses Produkt wurde ja als ganz neu, innovativ angepriesen und mit jahrelanger Entwicklung. Wenn wir unseren Recherchen glauben können, hat uns dieser Anbieter geschrieben gehabt, dass sie selber dieses Produkt hier mit der Größe seit 2019, ganz genau seit dem Jahr, seit dem Monat Mai 2019 vertreiben. Offiziell ist dieses Produkt nur Merchandise. Also kann man so sagen, wortwörtlich keine 8 Euro wert, sondern dieses Produkt kostet, da haben wir es auch schlau gemacht, 1,50 Euro. Wenn ich mir ein Großpacken bestellen würde, von mindestens 500 Stück, müsste ich 1,50 Euro dafür bezahlen, wenn man es in Stückpreisen hochrechnen würde. Merchandise bedeutet, dass Firmen sich das Produkt kaufen können, entweder mit dem Namen Snapclip drauf oder, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich könnte meinen Namen draufdrucken lassen, Marco Lorenz, und das dann euch schenken oder ihr könnt das kaufen bei mir für 1,50, wenn ihr wollt, etc. pp. Das ist nur ein reiner Werbeartikel. Es ist von Arte kein Artikel, der eigentlich dafür gedacht ist, lange zu halten und so weiter. Und da wir gerade von lange halten gerade sprechen, wenn ihr mal auf die Instagram-Seite von den jungen Leuten drauf geht, da lest ihr auch schon in den Kommentaren,
dass dieses Produkt wahrscheinlich auch nicht zum lange Halten jetzt nach einem Prinzip wurde. Manche Leute haben das vielleicht, ich habe da zwei, drei Kommentare drüber gelesen bis jetzt. Ich habe mich weiter noch nicht beschäftigt. Schaut am besten mal selbst auf der Instagram-Seite von diesen Leuten hier, dass dieses Produkt vielleicht auch nur bei denen zumindest zwei, drei Tage gehalten hat und dann fing das schon an zu reißen. Daran sieht man quasi schon, es ist kein Produkt, was wirklich tauglich sein soll für die nächsten 30 Jahre, sondern es ist wirklich nur ein Werbeartikel und Werbeartikel sind normale Artikel, die nimmst du, schmeißt du weg. Das sind Werbeartikel. So, also nochmal ganz kurz. Ein Exklusivrecht hat sich der Dümmler hier drauf gesichert. Patent liegt in China, da kommt der Dümmler im Moment noch nicht ran. Und offiziell gibt es das Produkt aber schon seit 2019. Nicht von hier, sondern bei dieser einen Firma. Ihr könnt aber gucken unter snapclip.de. Die Seite zeige ich auch gleich mal. Da kann man dieses Produkt, wenn man möchte, auch kaufen. Natürlich nur, weil es ein Werbeartikel ist, in großen Massen. Aber wie gesagt, wenn ihr daran Interesse habt, wäre ich gern bereit, das in großer Masse zu kaufen und euch den quasi zur Verfügung zu stellen. 1,50 mindestens pro Artikel kostet so eine. Aber es ist nur ein Werbeartikel. Nochmal erwähnt, das ist nur, so wie das, ein Werbeartikel. Dementsprechend soll das nicht lange halten. Ja, wie bin ich überhaupt drauf gekommen? Wie gesagt, ich wurde angeschrieben von einem User, der meinte, das Produkt gibt es schon lange. Und ich finde es auch ganz dreist, das ist mir persönlich auch gefallen, dass diese Gründer, die ja bei Höhle der Löwen waren, auch dieselben Argumente benutzt haben wie die Leute von Snapclip. 57 Millionen Smartphones in Deutschland fehlt diese absolute Neuheit. Da hatten ja die Löwen gesagt, heißt nicht, dass jeder den Scheiß haben muss. Ne? Da haben sie auch recht, nicht jeder braucht sowas. Und dieses Argument steht auch bei Snapclip mit drauf. Wir zeigen euch mal ganz kurz meine Seite, damit ihr seht, dass es wirklich komplett identisch ist. So, also wie wir sehen, das ist die offizielle Seite von diesem Anbieter von Snapclip. Die von den großen Höhle der Löwen lassen wir jetzt mal zu. Und wir sehen auch schon von der Art her, hier können wir unser Logo aufmachen wollen, wenn wir wollen. Und in diesem Werbevideo ist das Ganze auch schon mal ein bisschen gezeigt, so ähnlich wie auch bei dem Produkt hier, Entschuldigung. Es bietet die komplett selben Funktionen. Nur mit dem Unterschied, dass das Produkt schon seit 2019 in Deutschland erhältlich ist und das höchstwahrscheinlich, wissen wir auch, noch länger eigentlich schon auf dem internationalen Markt. Also das ist der Original Snapclip und wie gesagt, wir sehen exakt dieselben Funktionen wie der Flapgrip. Sogar noch ein Unterschied. Den, glaube ich, gibt es hier nur in ein oder zwei Farben, glaube ich, gibt es hier nur drei Farben. Und hier hätten wir sogar die Möglichkeit, über diese Bandbreite, wenn wir bestellen würden, an Farben zu kriegen. Über diese Bandbreite. Ja, und ihr seht immer kurz die Informationen, mal ganz kurz. Ab 5 Stück in 5 Farben lieferbar, ab 3000 Stück in allen gängigen Patronenfarben lieferbar. Das heißt quasi, die 4 Farben, die ihr derzeit von Höhle der Löwen bekommt, oder 3 Farben, sind gegenüber zu denen hier ein Witz. Ich könnte in Weiß, in Blau, in Grün, in keine Ahnung was machen lassen, ab einer bestimmten Produktionszahl natürlich. Ich meine, jetzt aktuell nicht mehr, weil wir ja wissen, das Exklusivrecht hat sich der Herr Dümmler gesichert. So, dann wollen wir mal reingucken ins Produkt, ob dieses Produkt auch wirklich rein identisch ist. Also, wir haben hier den Original, laut Höhle der Löwen, Original einzigartigen Flap Grip und den Snap Clip. Wir packen zuerst mal das Löwenprodukt für 8 Euro aus. Ich mache es sogar schon kaputt, das wollte ich gar nicht machen. So. Und wir sehen hier spontan mal wieder, so ähnlich wie bei einer anderen Sache, viel Luft für wenig Inhalt. Ja, wir sehen hier, so lag es drin, ich habe es leider kaputt gerissen, wie viel Luft da drin ist. Ja, wenn wir jetzt schon mal da vergleichen, jetzt in Sachen umwelttechnischen Sachen, wie viel Luft hier verbraucht wird, ist das auf jeden Fall schon mal ein Unterschied. Muss man so viel Verpackungsmaterial haben?
Nein, muss man nicht. Das ist der Original Flap Strip. Wir packen ein bisschen aus. Nochmal extra in eine Folie, um die Wertigkeit zu präsentieren, die dieses exklusive Produkt hat mit einer jahrelangen Entwicklung. So. Selbst die Gebrauchsanleitung ist immer extra in Folie eingepackt. Auch nicht schlecht. Also, hier sehen wir natürlich die ganzen Sachen, wie wir das anbringen müssen und reinigen müssen und so weiter. Wenigstens auf Deutsch, das ist okay. Und jetzt gucken wir beim Snapclip rein. Den reiße ich auch halt kaputt aus Versehen, aber wenn schnell gehen muss. So, Karton ist offen. Und wir sehen auf jeden Fall, in Sachen Umweltschutz ist der Snapclip auf jeden Fall schon mal besser, weil es ist deutlich weniger Müll. Das Einzige, was wir jetzt im Unterschied sehen, ist hier auf jeden Fall schon mal die Größe. Der Flapgrip ist ein wenig größer als der Snapclip. Dafür, sage ich mal gefühlt, haben wir mehr Tuch zum Reinigen bei dem Snapclip als beim Flapgrip. Die Gebrauchsanleitung ist, naja, sagen wir mal so dürftig, aber was soll man da groß, wozu braucht man so eine große Gebrauchsanleitung? Es ist klar, man drückt drauf und er snappt oder er flappt hoch. Klick, runter, hoppa. Das sieht man schon mal, gute Qualität. Also man sieht es auf, ich probiere es mal aus, vielleicht war gerade ein Fehler von mir. Ja, war ein Fehler von mir gewesen, gut. Also wir müssen die Metallfeder, die drin ist, auf jeden Fall durchdrücken. Gucken wir mal kurz nach hinten. Wir sehen beide jeweils 3M-Aufkleber, also wenigstens hochwertige Kleber. Gut, was ist jetzt hierbei der Unterschied? Wir fühlen mal kurz das Material an. Das Material ist exakt auf jeden Fall dasselbe. Das Logo ist, naja, nehmen wir es mal reingestanzt. Das Logo ist raufgedruckt. Dieser Pinockel, der hier ist, ist auf beiden Seiten. Auch dieser Steg. Also man sieht auf jeden Fall, dass diese Produkte identisch sind, abgesehen von der Größe. Zu der Größe können wir nur sagen, das haben wir auch herausgefunden, diese Größe ist seit dem Jahr 2019 verfügbar. Andere Größen, wie zum Beispiel die, ob es jetzt genau die ist oder das eine ganz neue Größe ist, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber andere Größen, diese Größe seit 2019, andere Größen, ich mache es mit Absicht so, sind sogar schon länger auf dem Markt, also in China erhältlich. Wie lange der jetzt schon quasi in der Größe erhältlich ist, das ist jetzt erstmal die andere Frage, die lassen wir mal so im Raum stehen. Auf jeden Fall wissen wir, es kommt beides von beiden, von selben Hersteller, weil diese Firma darf es nicht mehr bestellen, diese Duncan Dümmler exklusiv, ja. Schauen wir kurz aufs Handy rauf. Ich nehme mal kurz dafür mein Handy, was dafür jetzt besser passen würde. Der Snapclip oder der Flap Grip. Ich würde sagen, bei meiner Handygröße nimmt sich beide nicht viel, ob wir den Snap oder den Flap nehmen. Die Größen sind, ist ja nur gefühlt 1 cm vielleicht größer oder sowas, macht jetzt bei meinem Handy eben eine Größe nichts aus. Ich sag mal so, bei älteren Modellen ist auf jeden Fall der Snapgrip besser, weil umso älter das Handy, umso kleiner sind die Geräte ja auch noch. Die werden ja heutzutage sind ja schon tragbare Computer. Da ist der kleine auf jeden Fall vom Vorteil, weil der passt auf mehr Handygrößen und bietet dieselben Funktionen wie der Flapgrip. Nur hat einen Unterschied. Verkaufspreis 8 Euro. Verkaufspreis, wenn man ihn Großpanne bestellen würde, könnte man den schon ab 1,50 Euro anbieten. Und jetzt bitte nochmal ganz kurz. Den für 1,50 Euro kann man ihn verkaufen. Denn wisst ihr, die haben glaube ich bei denen gesagt, der kostet 1,50 Euro in Produktion. Wenn der aber schon für 1,50 Euro verkauft werden kann, wissen wir, dass diese Produkte in China hergestellt werden für, lass mich lügen, vielleicht 50 Cent pro Teil. Ja, liebe Freunde, was will ich euch damit sagen? Ich finde es spontan traurig, dass die Höhle der Löwen, die Gründer, behaupten,
wortwörtlich behaupten, dass sie hier dran lange getüftet haben, etc. pp. Und sie dabei sind, erst noch Patentrechte zu kaufen, obwohl wir jetzt schon wissen, die Patentrechte kriegen sie nicht zu kaufen. Die liegen in China. Ne? Also im Fernsehen sind sie aufgetreten mit: Wir haben dran getüftet, wir haben es erfunden und wir wollen auch den Löwendeal haben. Eigentlich heißt es nur, man kann es so übersetzen: Ich habe den Artikel bei Wish gesehen, habe ihn bestellt, finde ich geil. Ich will ihn gern groß vermarkten in Deutschland. Wer hilft mir mit? Das heißt das eigentlich, was sie gemacht haben. Schade, dass die Höhle der Löwen bzw. der Sender Vox das Ganze auch so ausgestrahlt hat und so suggeriert hat, als wenn das wirklich eine Innovation ist, die es in dem Sinne ja gar nicht ist. Weil, wie gesagt, seit mindestens 2019 gibt es die kleinere Variante in Deutschland schon zu kaufen. Und die große quasi erst seit jetzt, obwohl die größeren Varianten schon noch länger auf dem Markt sind. Ich meine, aus Sicht vom Vox als richtig gemacht, aus Sicht der Löwen als richtig gemacht. Das Produkt wurde beworben als hochwertig, richtig genial, richtig geil. Ich kann im Nachhinein wieder sagen, da ich ja beide die Sachen erfahren habe, es ist bei beiden exakt dasselbe Material. Und ich kann auf jeden Fall auch sagen, das kann ich garantieren, dass der Anbieter hier von Snapclip hat mit den Leuten hier, die dieses Produkt verkaufen, nichts mit denen am Hut. Es ist nicht im Nachhinein in Deutschland dieselbe Firma. Das ist ein Unternehmen für sich, die das verkaufen. Und das ist ein Unternehmen für sich, die das verkaufen. Ja, also die haben nichts gemein, abgesehen von offiziellen Patenthalter, der in China sitzt und der auch da auch produziert und verkauft. Traurige Sache aus meiner Sicht, dass die Höhle der Löwen wirklich da einen Deal gemacht hat. Der Dümmler im Nachhinein, gut, der hat sich noch schnell, der hat es vielleicht mitbekommen irgendwo, dass es da in Deutschland eine Firma gibt, die verkauft genau dasselbe Teil. Ja, na, ihr seht auch hier, das seht, es ist von Arte, ne? Gut, hier ist ein bisschen formbarer, ja, das spiegelt jetzt gerade. Aber das Restprinzip ist genau dasselbe. Warum hier nochmal ein Draht verarbeitet wurde, ergibt gar keinen Sinn eigentlich. Ist so gemacht worden, weil Grundprinzip ist ja das hier. Drück, Clip. Drück, Grab. Ist jetzt umgekehrt genau gewesen, aber ist egal. Das ist ja hier diese entscheidende Nase. Die muss ja stabil genug sein. Ja? Ganz ehrlich, Freunde, ich bin erstmal enttäuscht, dass dieses Produkt im Nachhinein so in Deutschland vermarktet wurde oder vermarktet wird als Innovation, als Neuheit, und im Nachhinein weiß man, wisst ihr jetzt auch, es ist nur eine, ich nenne es mal jetzt Kopie von 2019, beziehungsweise es ist ein Produkt, was in China schon seit Jahren auf dem Markt ist und in Deutschland jetzt als Innovation und Neuheit verkauft wird. Traurig. Wenn wir jetzt Innovationen immer so feiern wollen über Höhle Löwen, dann bitte besorgt euch die App von Wish. Da könnt ihr euch jede Innovation aus China sofort bestellen und dann sucht ihr euch in Deutschland einen Löwen und verkauft die großartig. Ja, meinetwegen, keine Ahnung. Mir fällt gerade nichts ein. Ja, also ich finde es wirklich sehr, sehr traurig. Was ist eure Meinung dazu? Seid ihr jetzt vielleicht auch schockiert? Oder sagt ihr, das war doch klar, dass Höhle der Löwen einen verarscht? Ich bin da, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht drüber. Ich meine, ich persönlich weiß, was bei den Löwen verkauft wird, ist nicht gerade das Hochwertigste. Aber dass es natürlich um im Nachhinein ein Werbegeschenk handelt, was es teuer verkauft wird, das ist wirklich schon extrem traurig. Und ja, wenn ihr den Original Snapclip haben wollt, Original, nicht die, ich nenne sie jetzt mal aus meiner Sicht der Kopie, wenn ihr den Original Snapclip haben wollt, ja, meinetwegen mit meinem Namen drauf, Marco Lorenz, schreibt es mir auf Instagram unter Marco Lorenz-YouTube oder auch in diesen Kommentaren bei diesen Videos, dann werde ich, wenn ihr natürlich auch bereit seid dafür zu bezahlen, eine Bestellung aufgeben, dann werden wir die Original Snapclips in Deutschland gemeinsam vermarkten, wenn ihr wollt. Aber nur, wenn ihr wollt. Also, liebe Löwen da draußen, wenn ihr ein bisschen Geld habt und ihr wollt mit mir oder ihr wollt gerade die Kontaktdaten gerne haben oder ich schreibe die Person selber an, die diesen Shop betreibt. Wir können den Snapgrip
Auch wenn denn der Löwe sauer werden würde, weil sein Flapgrip immer liegen bleibt. Wir können den großartig vertreiben. Und ich sag mal so, wenn wir jetzt für den sagen würden, ist ein Werbeartikel im Nachhinein, wir verlangen für exakt dasselbe Produkt nur 2 Euro oder 3 Euro und verkaufen es so. Oder auch nur 5 Euro ist auch schon mal günstiger als der. Dann könnten wir den Löwen in diesem Fall oder auch den Leuten, die SS Innovation angepriesen haben, kräftig in den Arsch treten. Also ich würde mich freuen. Und ja, schreibt, was ihr dazu meint. Wie gesagt, wir haben uns informiert. Wir haben telefoniert, wir haben E-Mails geschrieben und so weiter. Wie gesagt, offizieller Verkaufspreis 1,50. Nicht Herstellungspreis, wie auch hier gesagt wurde, Herstellungspreis 1,50. Nein, offizieller Verkaufspreis 1,50 nur für so einen Snapclip. Oder auch für einen Snapclip und Flapgrip. Der Name ist schon sehr, sehr identisch, ne? Davon abgesehen. 1,50 Euro kosten die nur im Vertrieb. Patentrecht hat der Dümmler nicht. Patentrecht liegt in China. Der Dümmler hat sich nur für diesen Flapgrip die exklusiv Vertriebsrechte besorgt. Das heißt, dass diese Snapclip-Variante in Deutschland aussterben wird. Also lasst uns mal den Hersteller oder das Unternehmen helfen, die dieses Produkt hier noch vertreiben können, solange wir sie welche da haben, dass sie nochmal damit richtig mal Gewinn haben. Helfen mit mal dieses Produkt mal ein bisschen mal nochmal hoch zu promoten. Ich promote lieber, ganz ehrlich, die hier. Mir tut es um dieses Unternehmen leid, weil dieses Unternehmen wird jetzt nachher durch die Löwen kaputt gemacht. Mit dieser Sparte zumindest. Es kommt aus China. Patent liegt in China. Exklusivrechte hat sich leider der Löwe gesichert. Das heißt, der Snapclip wird aussterben. Und dieses Produkt ist gegenüber zu Löwen seit Mai 2019 erhältlich. Soweit, so gut. Also, was meint ihr dazu? Schreibt mir in den Kommentaren. Ich hätte mich natürlich am meisten gefreut, wenn die auch noch Patentrecht drauf hätten, aber leider wird der Snapclip, wie gesagt, in der Form, wie es ihn gibt, es wird es nicht mehr lange geben. Leider. Aber gut, das ist halt, ne? Wer das Geld hat, hat die Macht. Oder wer in Deutschland die Zuseher hat, hat die Macht. Also, bringt dieses Video deutschlandweit raus und mal gucken. Vielleicht bekommen wir was bewegt, dass meinetwegen die Löwen sagen müssen, wir senken den Preis. Oder ihr schafft es mit mir gemeinsam, dass diese Marke hier, der Snapclip, solange wie das Unternehmen noch welche da hat, dass die Marke in Deutschland mehr verkauft wird als die Marke. Snappt durch euer Leben. Ich mache mir jetzt auch schon mal exklusiv einen Rauf auf mein Handy. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Halt erstmal putzen davor noch das Handy. Ja, muss man ja auch noch. Wett, nass. Das machen wir noch mal kurz mal so exklusiv, mal kurz für euch. Erstmal das Nasstuch. So. Und nach nass kommt wie immer trocken. Kleine Fummeltücher. Trocken. So. Folie ab. Und das Original, was seit 2019 verkauft wird, sitzt jetzt auf meinem Handy. Snapclip, jetzt kaufen. Helft mir mit, das Unternehmen noch mal ein bisschen mehr zu promoten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sag bis bald. Folgt mir auf Instagram. Tschüss, euer Marco Lorenz. Video wurde schon wieder viel zu lang. Kriegt bestimmt wieder Gemecker von 10.000 Leuten, die sagen, viel zu lang, du redest im heißen Brei. Aber wichtige Sachen müssen halt mal aufgeklärt werden. Und wenn man die ausführlicher aufklären möchte, um wirklich jeden da zu zeigen, dass sich alles Gold ist, was glänzt, dann muss man es halt ein bisschen ausführlicher machen. Tschüss, euer Marco Lorenz. Macht's gut. Bis bald. Trotzdem danke auch für euer Geschenk. Ich wollte mal wieder uns gesagt. Trotzdem danke. Für alles.